Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Arc Age. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht, Karkassenrandgebiet angekommen. Ich war nicht ganz untätig die letzte vergangene Woche. Wie ihr sehen könnt, habe ich Level 50 erreicht ohne euch. Aber natürlich habe ich nicht weiter gequestet. Das Ganze dient einfach nur der, wie sagt man, der besseren Klarkommerei. Keine Ahnung. Ja, wir machen heute selbstverständlich weiter. Ich habe aber gesehen, dass wir hier auch noch eine Quest haben. Die Rückeroberung deiner Heimat, wo wir ins Weltentor zur Diamantküste reisen sollen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube, das werden wir heute mal anschauen, wie weit das funktioniert. Ansonsten geben wir erstmal die Quest her. Eine Nurion-Figur. Faszinierend. Wartet einen Moment, ich will sehen, ob sie restauriert kann. Ob ich sie restaurieren kann. Dieses Stück ist zu filigran, um es mit den Werkzeugen, die ich hier habe, zu restaurieren. Könntest du das neue Artefakt zu Kerion auf Tristan bringen? Vielleicht hat er mehr Glück damit. Okay, das dürfte dann auch hier hinten sein. Genau. Das heißt, wir machen erstmal hier diese Quest. Die führt uns nämlich direkt nach Miranope. Ich bin mir echt nicht sicher, wann ich diese Quest abgenommen habe oder gemacht habe. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier haben wir jetzt auch noch eine Quest, die nehmen wir dann auch noch an. Aber jetzt würde ich erstmal ins Portal gehen. Ich habe übrigens meine Tasche mal ein bisschen aufgeräumt. Die war so voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dafür ist meine Bank jetzt komplett voll. Aber gut, irgendwie kommen wir damit zurecht. So, Miranope. Miranope ist ja eigentlich ein Gebiet von... Von der anderen Seite, richtig? Da kann ich ja gar keinen Dings haben. Genau, Miranope ist hier. Wir haben eine Quest in der anderen Stadt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir da am besten hinkommen. Da werden wir wohl über die Halbinsel reisen. Weil von hier aus können wir, glaube ich, da nicht rüberreisen. Das ist zu schwierig. Also gibt es heute einen kleinen Ausflug auf der auf dem Nui-Kontinent. Nuiya, so heißt die Allianz, genau. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht in die Wachen laufen. So, das bedeutet, ich muss in die Richtung. Ja, das wird ein bisschen dauern heute. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wir haben ein passendes Gesprächsthema, würde ich sagen. Das allbewährte, altgegenwärtige Thema, was, glaube ich, mittlerweile jeder mitgekriegt hat. Was mittlerweile einfach nur noch für... Ich muss echt gucken, wo ich jetzt langlaufe, dass ich in keine Wachen reinrenne. Ich glaube, das Thema wird euch mittlerweile auch alle beschäftigen. Der Virus. Ja, was soll ich sagen? Am vergangenen Wochenende sind die Grenzen nach Polen geschlossen worden. Und... Meine Familie hatte nichts Besseres zu tun, als sich darüber aufzuregen. Im Endeffekt hat mich es irgendwo wütend gemacht. Ich muss das einfach mal rauslassen. Und zwar fahre ich regelmäßig für meine Familie rüber nach Polen, um dort Sachen zu holen. Weil die logischerweise, wie jeder andere auch hier in Deutschland, wissen, dass wir in Polen günstiger einkaufen können. Aber... das kam ja sehr, sehr, ich sag mal, überraschend kam es für mich nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte schon damit gerechnet. Aber es kam dann doch sehr abrupt, sage ich mal, dass die Grenze geschlossen wird. Weil da nur noch ein paar Stunden zwischenlagen, im Endeffekt. Also ich habe es Freitag gelesen und von Samstag zu Sonntag sollte die Grenze ja dann geschlossen werden. Und ich hatte Samstag ziemlich lange ausgeschlafen, mein Handy war nicht an, weil es einfach mal ausgegangen war und ich es nicht geladen hatte am Wochenende, was ich ja auch nicht muss. Und
Ja, meine Mutter war darüber sauer, dass ich mein Handy aus hatte und dann hätte sie mich wahrscheinlich auch angerufen, wenn sie das gewusst hätte, wobei ich das auch nicht gehört hätte, weil ich geschlafen hätte. Jedenfalls, Ende vom Lied war, dass sie sauer ist momentan, weil ich nicht gesprungen bin, weil sie es gesagt hat. Und das macht mich wütend. Und irgendwo macht es mich dann wieder, kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil es meine Mutter ist. Es ist so ein Zwiespalt, wisst ihr? Und ich denke mir, eigentlich könnten wir froh sein, dass wir alle gesund sind, weil es gibt Leute, die sind momentan nicht gesund. Die stecken in Quarantäne seit wie vielen Wochen auch immer. Und die sind nicht gesund. Und dann denke ich mir wieder, das ist so absurd, dass du dich über sowas aufregst. Keine Ahnung, jammern auf hohem Niveau oder so? Ich weiß es nicht. Ja, allgemein natürlich halte ich mich da, versuche ich mich da auf dem Laufenden zu halten. Mittlerweile sind ja, glaube ich, in ganz Deutschland ab Mittwoch, würde ich jetzt behaupten, wenn ihr das seht, also ab morgen, fast in ganz Deutschland würde ich jetzt sagen, mittlerweile sind die News, die ich habe, wahrscheinlich schon wieder für euch ganz anders. Aber die News, soweit wie ich meinen Stand, ist ab Mittwoch ist wahrscheinlich in ganz Deutschland die Schule zu. Und ich denke mir so, toll, was machen die Eltern, die arbeiten müssen? Und das ist auch so ein Punkt, ne? Ich denke mir im Moment, momentan denke ich, Gott sei Dank hast du kein Kind. Weil das ist momentan der blanke Horror, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die Leute machen momentan, die niemanden haben, wo das Kind praktisch zu Hause bleiben kann. Weil es ist ja eigentlich ein fester Rhythmus. Das Kind ist von 9 bis, was weiß ich, von 8 bis 14 Uhr in der Schule. Und dann klappt das. Dann ist der eine wieder zu Hause und der andere kommt von der Arbeit, wie auch immer. Das ist ja ein eingespieltes Thema. Nicht jeder Arbeitgeber ist so kulant und sagt, ja, nee, kein Problem, Sie können jetzt erstmal so lange zu Hause bleiben. Das funktioniert nicht. Teilweise sind ja jetzt 3 oder 4 Wochen die Schulen dicht. Das wird kein Arbeitgeber tolerieren. Also irgendwie finde ich das schwierig. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich kann in diese Ebene. Genau. Dass ich jetzt auch nichts falschen Weg laufe. Ja, irgendwie war das so ein Wochenende, wo ich jetzt echt sauer geworden bin. Und irgendwie denke ich mir, es ist total dämlich, dass du jetzt so sauer geworden bist. Ich finde übrigens das Gebiet hier mega schön. Ganz ehrlich. Ich finde das herrlich. Ich bin hier ja schon mal durchgereist, weil ich hier mein Reittier geholt habe, auf dem ich gerade sitze. Aber ich finde es so, so schön, ne? Oh, hier ist Rosmarin. Das passt. Das werde ich mal mitnehmen, weil ich habe nämlich noch eine Quest, wo ich Rosmarin ernten soll. Und da ist mir noch eine ganze Menge in Agenda, sage ich mal. 11 von 50 ist noch eine ganze Menge. So. Ja, mein momentaner Ablauf in ArcheAge ist eigentlich relativ human. Ich mache momentan eine Zimmerei-Quest. Und zwar habe ich aktuell im Anbau die. Oh Gott, wie heißen die denn? Jetzt muss ich nachgucken. Ahorn, genau. Ich habe 5 Ahornbäume angepflanzt, die momentan noch wachsen. Das ist das, was ich momentan so im Handwerk treibe. Dann mache ich jeden Tag mein Login, wo mittlerweile ich echt schon weit gekommen bin. Und ich mache immer hier einen täglichen Vertrag, weil ich die anderen wirklich nicht schaffe an einem Tag. Also hier weiß ich meistens nicht, wo ich hin muss. Arktische See ist jetzt Zufall, da wüsste ich jetzt, wo ich hin muss. Aber hier weiß ich immer, wo ich hin muss. Also in jedem Fall kann ich das Gebiet sagen. Und ja, deswegen, von daher, das mache ich immer. Das bringt jetzt nicht so viel EP, aber ein bisschen EP bringt es dann doch. Und jetzt habe ich ein paar Arbeitspunkte wieder investiert, um meine Taschen aufzuräumen und hatte dadurch auch noch ein paar eingebundenen Arbeitstrank habe ich bekommen dadurch, was ich sehr cool finde. Und ich habe einen
ein paar IP-Beträge bekommen. Ich war schon wieder am Gehen. Es ist furchtbar. Es ist schrecklich. Immer wenn ich am Aufnehmen bin, muss ich gähnen. Ja. Das ist so das, was ich momentan gemacht habe. Vielleicht schaffe ich es euch heute noch einen Blick in meine Bank zu zeigen, die momentan absolut überfüllt ist mit Handwerkszutaten. Aber ich bin irgendwie nicht bereit, die zu verkaufen. Die haben sich so angehäuft durch das Sammeln von den ganzen Reagenzen. Ja, weiß ich auch nicht. Hat sich irgendwie so. Ist irgendwie so passiert. So, ich muss nach wie vor aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwelche Wachen reinrenne. Das wäre nicht so gut. Ich glaube, hier sind wieder welche. Hier sind keine, okay. Ja, bei uns auf der Arbeitsstelle ist jetzt momentan noch nicht so viel los, außer dass unser Chef natürlich auch gewisse Vorkehrungen gezeigt hat, gemacht hat, damit bei uns im Notfall alles soweit. Naja, eigentlich nicht. Wenn bei uns jemand in Quarantäne gesteckt wird, dann ist bei uns auch die Hütte am Brennen, ehrlich gesagt. Eine Person ist im Homeoffice, weil die das kann. Ich persönlich wäre auch gerne im Homeoffice, bin ich ganz ehrlich. Aber bei mir wäre es sehr, sehr viel Arbeit, das umzusetzen. Aber gut. Die Person, die jetzt im Homeoffice ist, ist sowieso immer 2 Tage davon im Homeoffice. Von daher ist das was anderes. Und ansonsten wäre bei uns, glaube ich, auch ganz schön die Kacke am Dampfen. Ich bin auch echt also darüber gespannt, sage ich jetzt mal, was in 2 Monaten ist, weil ich habe in 2 Monaten eigentlich eine Weiterbildung, über die ich mich megamäßig gefreut habe. Dass ich sie kriege. Und die ist momentan, glaube ich, in Gefahr, denke ich. Das ist vielleicht total dämlich, dass man darüber nachdenkt, aber ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Es wird ja alles abgesagt. Bei uns im Spielmannszug ist das Training abgesagt worden mittlerweile. Wir gehen davon aus, dass viele Auftritte teilweise abgesagt werden, eventuell auch nicht. Das kommt drauf an, weil Familienfeiern teilweise abgesagt werden müssen, weil es über 50 Leute sind. In Berlin ist das zum Beispiel jetzt so, und ich weiß nicht, ob Brandenburg das mittlerweile auch schon durchgeführt hat. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das dauert nicht mehr lange, dann wird in Brandenburg das Gleiche als ich nenne es jetzt mal Gesetz in Anführungszeichen stellen, dass Feiern über 50 Leute verboten sind. Aber aktuell habe ich das, mein Stand am Sonntag ist, dass es nur in Berlin ist. Ach so, ich wollte euch ja noch was zeigen, fällt mir gerade ein. Ich bin momentan, versuche ich immer ein bisschen, wie sagt man, Twitter-Nachrichten zu teilen, falls ihr meinem Twitter-Kanal folgt, der sehr, sehr lau war in den letzten Tagen. Ich habe mir den noch nicht geholt, weil ich habe immer noch aktuell den stählernen Blitz dort. Den habe ich euch ja gezeigt. Der ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, aber für mich ist er noch 2 Tage da. Der sieht so aus. Finde ich eigentlich sehr cool. Ich finde es so schade, dass die Mobs nach 7 Tagen verschwinden. Muss ich ehrlich sein. Das ist der. Der ist halt, wie gesagt, in 2 Tagen weg. Und dann haben sie jetzt die momentane Aktion. Ich weiß gar nicht, ob das die letzte ist. Einmal hier in gebundenen Jenseitsstein. Ich habe keine Ahnung. Kann pro Account einmal täglich gekauft werden. Genau. Habe ich heute nämlich noch nicht gemacht. Deswegen mache ich das an der Stelle jetzt mal. Und dann haben wir hier den Mondlicht-Key zu. Der sieht, glaube ich, wir gucken uns mal unseren eigenen an. Ich finde, vom Bild her, auf dem ersten Bild, sieht der aus wie der hier.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie der wirklich aussieht. Jetzt drücke ich schon wieder auf die falsche Taste. So. Also gucken wir mal. Wow. Also Leute, das ist ja wohl mal megamäßig. Der sieht lange nicht so aus wie unser seiner. Wow, Alter. Das ist ja der Hammer. Der ist ja mega hübsch. Ich habe keine Ahnung, ob es die Mobs irgendwann im Shop zu kaufen gibt oder so. Aber der ist ja mal mega hübsch. Das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Ich bin völlig geflasht gerade. Ich habe echt ein bisschen gedacht, der sieht so ein bisschen aus wie unserer, weil ich den auch sehr hübsch finde. Weil das ist auch ein Kyrin, oder? Ist das nicht auch einer? Ach nee, Kizu, das ist doch was anderes. Okay. Fing nur mit dem gleichen Buchstaben an. Na gut. Auch gut. So, hier haben wir jetzt die Wachen. Okay. Das heißt, ich komme gar nicht nach Meranopel rein. Warum habe ich eine Quest, die mich nach Meranopel führt? In Austera oder Kenort? Das ist jetzt echt verwirrend. Kann ich hier jetzt rein? Oder ist das... Das ist doch auch ein Gebiet in Nuya. In Austera. Ja, gut. Ich bin doof. Aber so wirklich. Na gut. Ich habe jetzt gerade ziemliche Zeitverschwendung betrieben. Aber gut, ich habe es wenigstens noch gemerkt. Also fahren wir jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt nach Austera. Wenn ich das gleich gefunden habe, dauert es ja nur noch eine Ewigkeit. Kapsolis. Da. Ja, selbstverständlich zeigt er mir natürlich zwei Gebiete an. Einmal für die eine Fraktion und einmal für die andere. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Das ist echt dumm. Aber gut. Wir lernen die aus. So. Genau, jetzt haben wir auch die Quest hier angezeigt. Sehr schön. Genau, da ist der. Das hätte ich mir jetzt echt sparen können, das Reisen, ne? War ziemliche Zeitverschwendung. Hallo Firan, gekommen du bist, um zu benutzen die Portale nach Auroria. Gelebt, dein Volk hier hat vor langer Zeit, vor vielen, vielen Jahren, erfreut, die Daru sind, euch zu helfen bei der Rückkehr. Aha, okay. Das ist also die Quest, die uns nach Auroria führt. Und zwar, Auroria, kann ich euch mal kurz zeigen, ist das hier. Diamantenküste. Das ist unser erstes Gebiet, denke ich mal. Von der wir im Stadt... Moment, in der Stadt... Moment, wie heißt das jetzt? Kapsolis? Auroria? Genau. Von hier aus können wir starten. Hat der noch andere Quests für uns? Pioniere auf nach Auroria. Okay. Okay. Also der hat noch eine Quest für uns, die uns nach Auroria direkt schickt. Da wir aber noch nicht nach Auroria wollen, werden wir das heute noch nicht machen. Ich hoffe, ich merke mir das. Ansonsten könnt ihr mir das gerne nochmal als Erinnerung, wenn es soweit ist, natürlich in... die Kommentare schreiben, dass ich mich daran erinnere, dass wir hier nach Kapsolis zurückkehren, damit wir nach Auroria können, sobald wir die Kaskaden, Karkassen, ach was auch immer, die Randgebiete jedenfalls durchhaben, soweit. Ab Level 50 können wir nämlich nach Auroria.
Catrine, es ist mir eine Ehre. Ich habe schon von deinen Heldentaten gehört. Es ist eine Schande, dass dein Name hier nicht bekannter ist. Hast du schon von der Gladiatorenarena gehört? Wenn jemand in einem Zweikampf den Sieg erringen kann, dann bist du es. Du solltest mit dem arktischen Priester sprechen. Du verdienst es, dass man sich an deinen Namen erinnert. Okay, das hört sich jetzt nicht gerade einfach an. Aber wir gucken mal. Spricht mit dem arktischen Priester Meranopel oder Meereskindwerft. Auf Noyan, Ostera oder Kalnohariana? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wie immer. Aber ich denke mal, das ist noch nicht so wichtig. Das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. So, hier haben wir auch noch Rosmarin. Den werde ich jetzt auch noch mitnehmen. Wow. Ich finde das mal unten mega, mega hübsch. Ich würde es gern behalten, aber leider geht das nicht. Willkommen auf der Insel Tristan, auch wenn sie eigentlich keine richtige Insel mehr ist, seit das Reservoir ausgetrocknet ist. Aber deshalb den Ort umzubenennen wäre auch etwas albern, findest du nicht? Was ist das? Ein Brief von Ryan? Gibt es endlich Fortschritte in seinem Garten? Ryan und ich arbeiten seit längerer Zeit daran, diese Gegend wieder instand zu setzen. In den Randgebieten gäbe es jede Menge nutzbares Land, wenn wir es nur bewässern könnten. Jetzt, wo Trinkwasser an die Oberfläche steigt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um das Reservoir wieder aufzufüllen. Deshalb habe ich an einem Zauber gearbeitet, der Regen direkt über Tristan heraufbeschwört. Leider habe ich nicht mehr genug der entsprechenden Vorräte da. Könntest du mir einige Windelementarherzen von den Elementaren von westlich von hier bringen? Nichts leichter als das. Was machen wir heute noch? Damit wir heute auch ein bisschen gekämpft haben und nicht nur so getan haben, als würden wir reisen. Oder auch nicht reisen. Außerdem können wir ja Foxy hier nicht ganz allein lassen, würde ich sagen, ne? Übrigens hatte ich jetzt im Laufe der Woche auch den Bug, dass mein Begleiter gerufen wurde und fast kein Leben mehr hatte. Ich hatte beim Erklärbär ein bisschen die Videos verfolgt und hatte dann auch gesehen, oder war das sogar beim Video für mich? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich das bei mir auch beobachtet. Aber es hat sich innerhalb von einem Tag wieder gegeben. Von daher habe ich ihn einfach geheilt und damit hat sich das Thema. Komisch war es trotzdem, da gebe ich dir recht. So. Meine Nase juckt mal wieder dezent. Wir sind übrigens mittlerweile Level 41 in unseren Zaubern und so weiter, was ich eigentlich sehr cool finde.
Ja, und wir könnten eigentlich mal wieder einen Skillpunkt vergeben, ne? Ist nur die Frage, wo wir den vergeben. Oder ob wir einfach noch warten. Wir haben jetzt, glaube ich, lange uns nicht mehr mit unseren Zaubern beschäftigt. Den Kettenblitz finde ich ganz interessant. Aber das Problem ist bei den Dingern, die verursachen nicht nur Primärschaden, die verursachen auch Schaden drumherum. Was ich immer sehr unkontrolliert finde. Was ich auf jeden Fall mittlerweile favorisiere, ist dieser Bogenblitz. Den versuche ich öfters einzusetzen. Weil der wirklich ziemlichen Damage macht. Und in den meisten Fällen klappt es, dass er Single-Schaden macht. So. Damit hätten wir das. Aber ich habe ja gesagt, dass wir ein paar mehr sammeln, damit wir ein bisschen mehr EP bekommen. Und das werden wir heute auch weiterhin machen. Ich muss mir diesen Gabe des Kometen nochmal durchlesen. Ich habe das Gefühl, der macht nicht so viel Schaden. Und selbst der Bogenblitz geht teilweise daneben. Das ist echt heftig. Oh Gott, wir haben den Großen gepult. Wir werden uns jetzt verdünnisieren. Abbrechen. Geht jetzt nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt einfach versuchen, hier abzuhauen. Hat es geklappt? Scheint so. Okay. Okay, wir haben jetzt eine Quest, dass wir dieses riesige Windelementar auch besiegen sollen. Und daher passt das ja ganz gut. Das werden wir heute, denke ich mal, noch machen. Wir machen heute mal ein bisschen Überlänge. Ich habe heute mal Lust dazu. So. Das Problem ist nur, den Mob hier gut zu pullen. Ich glaube, das ist eine gute Position. Komm schon, Foxy. Angriff!
Wir werden wie immer ein bisschen warten. Bevor wir dann. Verfügt brennenden Zielen 30% Schaden zu. Das heißt, es ergibt mehr Sinn, wenn wir erst einen Flammenbolzen raufhauen, wa? Wir sollten echt die Kombos ein bisschen besser machen. Das hat sogar sehr gut funktioniert. Alles klar. Sehr geil. Cool. Ich sollte die Kombos besser beherrschen. Alles klar. Gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Großartig, nur noch eine Zutat, dann können wir den Zauber wirken. Die letzte Zutat, die ich benötige, ist die Energie eines nördlichen Wasserelementars. Könntest du einige Elementare an der Glasküste besiegen und mir gefrorene Wasserelementarenergie bringen? Noch mehr Elementare, was für eine Überraschung. Gut. Gucken wir mal, was Kerion sonst zu sagen hat. Ein Relikt von Kamerun, das sieht interessant aus. Verdammt, Entschuldigung, ich bin vorhin bei der Erkundung einiger Ruinen schlimm gestürzt. Seitdem tut mir der Rücken weh. Wenn ich es mir recht überlege, könntest du mir dornige Wollgraswurzeln vom Grat westlich von hier bringen. Ich werde nie zu etwas kommen, wenn ich nicht etwas gegen die Schmerzen nehme. Gut, das kriegen wir noch hin, würde ich sagen, ne? Ein paar Wurzeln sammeln, das sollten wir schaffen. So, die Frage ist, wo wachsen die? Hier hinter der Mauer wahrscheinlich, wa? Da hätten wir mal wieder kombinieren können. Ja, genau. Die da sind mitten in den Mobgruppen. Okay, also erst den Feuerball, dann den Bogenblitz. Wow, der hat echt einen heftigen Schaden. Krass. Das hätte ich echt mal eher merken sollen. Okay, dann gucken wir mal, wie wir hier am besten uns durchschlängeln können. Ja, an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, dass wir alle versuchen, gesund zu bleiben, oder? Ich denke mal, das ist das Einzige, was wir tun können. Was sowieso ja schon genug gepredigt wird. Oft Hände waschen, wenn man niesen muss, in die Armbeuge niesen und danach sofort desinfizieren eigentlich. Meiner Meinung nach. Ich habe selber auch schon mit dem Gedanken gestraucht oder wie man auch immer das nennen möchte. Also ich habe jedenfalls darüber nachgedacht, ob ich mir auch für unterwegs Desinfektionsmittel einpacke. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. Ich bin momentan sogar so weit an der Stelle, dass ich es vermeide, zum Arzt zu gehen. Eigentlich müsste ich meine normalen Tabletten besorgen, aber ich bin momentan wirklich am Hadern mit mir selbst, dass ich dorthin fahre, weil ich Angst habe, mich mit irgendwas anzustecken.
So, solche Quests gibt es übrigens auch, die ihr gerade gesehen habt. Das sind versteckte Quests. Ich habe keine Ahnung, wie man rauskriegt, wo die herkommen, also wo die sind und wo die nicht sind. Ich denke beinahe, dass das wirklich random ist. Dass man eine gewisse Anzahl von Mobs töten muss und dann merkt man, okay, das ist eine Quest. Weil ich habe in den anderen Gebieten davon auch schon sehr viele gefunden. Ja, keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wo man diese versteckten Quests sieht, dann könnt ihr mir das einmal verraten. Aber ich denke eher, dass das eine Geschichte ist, die man nicht merkt. So. Hier werden wir jetzt mal nicht übererfüllt machen, weil mir das ehrlich gesagt dann doch zu nervig ist. Weil mir hier echt zu viele Elite-Mobs rumrennen. Dann werden wir mal dem Kirion seine Kräuter bringen. Danke, das sollte die Schmerzen lindern, während ich mir das neue Artefakt ansehe. Alles klar, gut. Dann werden wir uns beim nächsten Mal mit den Wasserelementaren im Westen, gefrorene Wasserelementare an der Küste, so rum, beschäftigen und gucken, was hier noch so alles für Sachen auf uns warten. Ich werde selbstverständlich nebenbei weiterhin die Dailies mal suchen zu machen, ein bisschen EP zu farmen, meine Handwerker-Quests weiterzumachen, sobald meine Arbeitspunkte das zulassen. Irgendwann werde ich, denke ich, mal an dem Punkt sein, dass ich keine Arbeitspunkte mehr habe. Dann muss ich das Ganze natürlich beenden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Also, bleibt gesund an dieser Stelle. Das wünsche ich euch allen, dass wir diese Krise so gut wie es geht überstehen und dass es nicht so viele Tote geben wird. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge von Arc Age wieder. Macht's gut!